Sally backt. Tortenzeit bei Vox. Zusammen mit Cosima backt Sally für deren Freund Mika eine Tennistorte. Jetzt kommt das schwierigste Part. Okay, jetzt. Eine riesige Buttercremetorte mit Geheimbotschaft. Und hier kommt jetzt ein Loch rein. Die Tortenqueen erobert den Center Court. Gefällt's dir? Ja, ist richtig schön geworden. Sally backt. Sonntag, 15 Uhr. Bei Vox. Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute mache ich Ellas Geburtstagstorte. Ella wird schon 2 Jahre alt. Unglaublich. Ich erinnere mich noch an meine Schwangerschaftsupdates und jetzt wird sie schon 2. Letztes Jahr habe ich ihr eine Bauernhoftorte gemacht und in diesem Jahr bekommt sie eine Mascha-Torte. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch die Serie. Und zwar ist Mascha, das ist aus dem russischen Fernsehen, eine Kinderserie. Und Mascha, das ist diese kleine Figur. Ist übrigens Ellas Figur. Das ist ein kleines Mädchen, die lebt bei ihrem Bär. Mascha und der Bär heißt die Serie. Und ich glaube, sie ist ein bisschen hyperaktiv. Ja, genau. Zumindest rennt sie und schreit den ganzen Tag herum. Kleines russisches hyperaktives Mädchen. Genau so hat es sich geschehen. Nicht schreien. Aber die ist halt echt mega süß und Ella liebt die Serie, also sie darf sie ab und zu anschauen. Und ab und zu schaut sie sie auch auf Russisch an, das ist dann auch immer ziemlich lustig, weil ich dann nicht so viel verstehe. Aber das ist die ganz, ganz süße Figur. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ich Mascha gemacht habe. Und zwar mit Hilfe einer Schablonentechnik. Und mit dieser Technik könnt ihr wirklich jede beliebige Torte, jede beliebige Figur aus jedem Film nachmachen als Torte. Innen drin habe ich einen Schokoladenkuchen mit Banane. Richtig lecker und eine richtig tolle und leckere Schokoladencreme. Ich zeige euch jetzt zuerst nochmal, wie man die Torte herstellt und zeige euch dafür die Zutaten für den Bananenteig. So schön, mein Schatz. Für den Bananenteig brauche ich 3 Eier, 150 Gramm Zucker, 4 reife Bananen, etwas Salz, etwas Vanilleextrakt, 175 Gramm Sonnenblumenöl, 210 Gramm Mehl. Hier habe ich ein Päckchen Backpulver, 3/4 Teelöffel Zimt, 1/4 Teelöffel Natron, eine Prise Nelken, gemahlene. Hier habe ich noch 40 Gramm Kakaopulver und ich brauche den Saft von der halben Zitrone. Jetzt kann ich den Bananenteig herstellen. Dafür gebe ich zuerst einmal die Eier in eine Rührschüssel. Die lassen sich am besten aufschlagen, wenn sie zimmerwarm sind. Da kommt der Zucker mit dazu, etwas Salz und Vanilleextrakt. Und während die Masse jetzt hier für etwa 4 bis 5 Minuten cremig verrührt wird, kann ich schon mal die Bananen schälen. Und ihr seht auch, die sind richtig schön braun von außen und innen sind sie einfach richtig schön süß. Also je brauner, umso besser. Dann sind sie reif und vor allem habt ihr einfach so auch eine tolle Resteverwertung. Weil bei meinen Kindern ist es auch oft so, die wollen die braunen Bananen nicht mehr essen, Murat auch. Und ich hebe die dann immer auf und dann kann ich immer einen leckeren Kuchen backen. Und die werde ich jetzt hier drin einfach mit so einem Zerstampfer zerdrücken. Ihr könnt aber auch eine Gabel nehmen oder einfach die Hände. Die Masse ist jetzt schön weiß-cremig und ich habe jetzt auch bereits den Zitronensaft mit dem Bananenpüree verrührt. Jetzt kommt hier das Öl mit rein. Dann auch das Bananenpüree. Und die 2 Zutaten, die werden jetzt ganz kurz eingerührt. Jetzt kann ich hier schon mal die trockenen Zutaten verrühren und die dann auch ganz kurz bei niedriger Stufe in den Teig rühren. Und jetzt fülle ich den Teig in meine vorbereitete Backform ein. Da habe ich jetzt einen Backring genommen auf eine Dauerbackfolie und das perforierte Blech gesetzt und den Ring auf 24 cm eingestellt. Da kommt der Teig jetzt rein und wird einfach gleichmäßig verteilt. Und so kommt er jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze für etwa 40 bis 45 Minuten. Ich mache auf jeden Fall die Stäbchenprobe und nehme ihn dann heraus und lasse ihn über Nacht abkühlen. Oh.
Der Kuchen ist gebacken und ich habe ihn über Nacht komplett abkühlen lassen, abgedeckt natürlich. Mir ist er ein bisschen zu dunkel geraten, ich hatte ihn 3 Minuten länger drin. Samira hat auch schon geschimpft, aber ist nicht schlimm, er ist nicht verbrannt. Und der Deckel wird ja sowieso weggeschnitten, also alles gut. Hier habe ich jetzt eine Schablone von Mascha. Und zwar habe ich hier so ein Bild ausgedruckt und dann eben einfach ihre Gesichtsform ausgeschnitten. Die brauche ich dann gleich zum Bearbeiten. Das Ganze kann ich jetzt hier mal stehen lassen und zeige euch jetzt die Creme, die ich zubereiten werde. Ihr könnt jetzt zum Beispiel eine Ganache nehmen, was super gut zur Banane passen würde, oder auch eine Schokoladenbuttercreme. Und die mache ich jetzt, weil sie wirklich auch super lecker schmeckt. Ich zeige euch mal die Zutaten. Für die Buttercreme brauche ich 6 Eiweiß, das sind 170 Gramm, 300 Gramm Zucker, 500 Gramm weiche Butter, 50 Gramm Puderzucker und 200 Gramm Herrenschokolade. Ich nehme jetzt zuerst einmal das Eiweiß und den Zucker. Und zwar kommen die hier in eine Schüssel. Ich habe hier bereits ein Wasserbad aufgestellt und das Wasser auch schon aufkochen lassen. Jetzt kommt das Eiweiß hier rein, gemeinsam mit dem Zucker. Und das Eiweiß muss jetzt pasteurisiert werden, also wird jetzt erhitzt auf über 60 Grad. Dann sterben einfach alle Keime ab, dann hat man zum Beispiel auch keine Probleme mit Salmonellen. Und die Creme ist dann eben auch ein paar Tage länger haltbar. Ich lasse jetzt das Wasser wieder aufkochen und ihr könnt jetzt im Idealfall mit einem Thermometer arbeiten, damit wirklich die Temperatur von über 60 Grad erreicht wird. Oder ihr erhitzt es einfach jetzt so lange, bis der Zucker sich auflöst. Und dann hat man im Normalfall auch 60 Grad. Ich habe jetzt die 60 Grad erreicht und wenn ihr kein Thermometer habt, könnt ihr einfach mit den Fingern reingehen und reiben. Und wenn ihr keinen Zucker mehr zwischen den Fingern spürt, dann ist die Creme wirklich perfekt. Jetzt nehme ich sie herunter und jetzt muss sie kalt gerührt werden. Ich mache das jetzt hier in der Küchenmaschine, weil es eben einfacher geht und ich habe die Hände frei für andere Dinge. Ihr könnt aber natürlich auch ein Handrührgerät nehmen. Und die Creme wird jetzt einfach so lange gerührt, bis sie richtig schön fest ist und vor allem kalt ist. Und als kleiner Tipp von mir, damit die Creme schön kalt geschlagen werden kann, könnt ihr die Masse jetzt auch in eine kalte Schüssel einfach umfüllen, dann geht es ein bisschen schneller. Die Zwischenzeit habe ich übrigens genutzt, um hier die Tortenböden durchzuschneiden. Und jetzt kann ich in der Zwischenzeit auch noch die Schokolade schmelzen. Das Wasser ist ja schon heiß genug, der Herd ist bereits aus. Und jetzt hänge ich hier wieder ein Schälchen drüber und kann die Herrenschokolade schmelzen. So sieht jetzt die weiße Masse aus. Richtig lecker. Sieht aus wie eine Wolke. Und ich habe jetzt hier auch schon die Butter mit dem Puderzucker etwa 5 bis 10 Minuten weißcremig verrührt. Und die Schokolade ist auch schon geschmolzen. Und jetzt kann ich einfach die Eiweißmasse unter die Butter heben und natürlich auch einfach die Schokolade dazu rühren. Fertig ist die leckere Buttercreme und die gelingt wirklich super einfach. Ihr müsst im Prinzip nur beachten, dass die Eiermasse natürlich kalt genug gerührt ist, ansonsten schmilzt die Butter. Wenn es aber doch mal zu warm ist, ist auch nicht schlimm, dann könnt ihr das einfach in die Küchenmaschine oder mit dem Handrührgerät wieder einspannen und dann einfach nochmal glatt rühren. So, und jetzt kann die Torte befüllt werden. Jetzt nehme ich ein bisschen was von der Buttercreme und streiche es hier auf mein Cakeboard. Kann ich mal probieren eigentlich? Ja. Eigentlich magst du ja keine Buttercreme. Nee, ich mag keine. Es geht auch vielen so. Aber schön, dass du weißt, was ich nicht mag. Ah, stimmt, ich bin meine Frau. Warte, ich bin deine Frau. Warte, ich probier mal. Aber ich muss sagen, diese Buttercreme, also die italienische und auch, das ist ja eigentlich mehr die Swiss Meringue Buttercreme. Wow. Weißt du, das schmeckt? Was? Wie so ein Löffel, das ist ja Mousse au Chocolat. Mousse au Chocolat. Schmeckt echt wie Mousse au Chocolat. Also die müsst ihr wirklich probieren. Jetzt setze ich hier den ersten Boden drauf. Kann ich noch mal ein bisschen haben? Murat, ich muss meine Torte machen. Ja. Und jetzt kommt hier ein bisschen Buttercreme drauf und dann kann ich so die komplette Torte füllen. Den dritten Boden, den nehmen wir jetzt auch. Der war jetzt in der Mitte nicht so ganz schön hoch, aber ist gar nicht schlimm. Denn der wird sowieso zugeschnitten. Und jetzt stelle ich die Torte so in den Kühlschrank für etwa eine halbe Stunde bis Stunde. Man merkt dann auch, wenn er ein bisschen fester wird und dann können wir ihn nämlich zuschneiden. Und die restliche Buttercreme, die verstecke ich jetzt am liebsten. Ich brauche die nämlich noch. Nicht, dass der Murat die jetzt gleich vernascht. Jetzt ist die Torte schön abgekühlt und jetzt nehme ich meine Vorlage, also die Maske. Da müsst ihr nur darauf achten, dass ihr ein Bild erwischt, wo Mascha wirklich frontal in die Kamera schaut. Also, dass einfach beide Gesichtshälften ungefähr gleich sind.
Und jetzt könnt ihr das hier drauflegen. Ich habe einfach bei meinem Drucker auf 300% vergrößert. Also ihr müsst einfach schauen, dass es von der Größe her passt. Und jetzt kann ich hier einmal außen rum schneiden. Und jetzt nehme ich einfach ein bisschen was von diesen Kuchenresten und kann hier das Loch so ein bisschen ausgleichen. Hier außenrum schneide ich so ein bisschen leicht abgerundet weg, dass es einfach nicht so eckig und kantig aussieht. Und wer möchte, kann jetzt auch gern an dieser Stelle die Wangen noch so ein bisschen auffüllen mit dem Kuchenteig. Und da könnt ihr dann wirklich die Schablone nehmen und euch drauflegen und die Partie, wo die Wangen sind, noch ein ganz wenig auffüllen. Und jetzt nehme ich die Creme und mache hier einfach schon mal eine erste Schicht drauf, die bindet die ganzen Kuchenkrümel. Dann kommt die Torte für 20 Minuten in den Kühlschrank und dann werde ich sie nochmal mit der restlichen Creme ein bisschen glatt streichen. Und die Kuchenreste, die könnt ihr jetzt zum Beispiel nehmen, um so kleine Kügelchen zu formen, Cake Pops zum Beispiel, oder ihr könnt sie jetzt einfach schon vernaschen. Ich habe jetzt hier 750 Gramm gelben Fondant weich geknetet und den rolle ich jetzt auf etwas Bäckerstärke aus. Und hier ist jetzt einfach nur wichtig, dass ihr hier die Farbe nehmt von den Haaren, also nicht vom Gesicht, sondern von den Haaren. Marsha hat ja blonde Haare und deswegen nehme ich jetzt einfach ein bisschen Gelb und das kann ich jetzt hier über die Torte legen. Und jetzt einfach schön mit den Händen ein bisschen anpassen. Es muss auch noch nicht ganz glatt sein, da kommt ja gleich noch eine Schicht drüber. So, die Überreste nehme ich dann weg. Ich habe mir hier bei der Schablone übrigens schon das Auge und den Mund ausgeschnitten. Da kann ich einfach schauen, ob es von den Proportionen her passt und natürlich auch, wo später das Gesicht hin muss. Die Schablone lege ich jetzt kurz zur Seite und die Torte kommt nochmal in den Kühlschrank. Und jetzt mische ich mir aus etwas Weiß, etwas Gelb, Rot und ein bisschen Braun einfach so eine richtig schöne Hautfarbe für Maschas Gesicht. Laut Schablone habe ich jetzt hier oben so einen Part, wo die Haare sind. Das heißt, den Part an Fondant kann ich mir sparen. So viel Fondant möchte auch keiner auf der Torte. Daher schneide ich jetzt hier einfach den Teil weg. Und jetzt kann ich das Gesicht hier draufkleben. Entweder nehmen wir jetzt ein bisschen Wasser, ein bisschen essbaren Kleber oder ihr könnt auch ein bisschen Backtransfer nehmen zum Ankleben. Das habe ich jetzt genommen, weil es gerade da steht. Und jetzt kurz mit den Händen und mit den Fingern so ein bisschen ausdünnen und vor allem hier bei den Wangen schön drüber legen. Jetzt nehme ich die Schablone und gerade da, wo die Nasenlöcher sind, mache ich ein kleines Loch. Dann nehmt ihr am besten eine Nadel oder zum Beispiel einen Zahnstocher. Jetzt könnt ihr die Schablone nämlich auf die Torte legen, so dass es passt. Und jetzt mit einem Modellierwerkzeug einmal den Mund nachfahren. Und so wisst ihr einfach immer ganz genau, auf welcher Position eben Auge, Mund, Nase und so weiter sind. Bei der Nase mache ich es jetzt so, dass ich jetzt hier unten, auch mit einem Modellierwerkzeug, einfach so ein bisschen die Nasenspitze nach oben drücke und dann eben auch rechts und links die Nasenflügel so ein bisschen forme. Während Samira jetzt noch die Torte einstreicht, kann ich wieder mit dem Gesicht weitermachen. Und zwar nehme ich jetzt auch wieder ein Modellierwerkzeug. Ihr könnt aber zum Beispiel auch einen Löffel nehmen oder die Rückseite von einem Löffel und jetzt hier bei den Augen die Partie einfach so ein bisschen eindrücken. Und wenn ihr möchtet, dann drückt ihr das nur ein oder ihr könnt es sogar einfach rausschneiden. So entsteht eine kleine Kuhle für den weißen Teil vom Auge. Mit Hilfe der ausgeschnittenen Schablone, die jetzt hier wunderbar reinpasst, werde ich jetzt Fondant ausrollen, ungefähr in der Stärke wie hier die Hautfarbe und es dann einfach mit etwas Zuckerkleber hier reinsetzen.
Die Linie unterhalb der Oberlippe habe ich jetzt hier auch eingedrückt. So sieht das Ganze ein bisschen realistischer aus. Und jetzt forme ich zuerst einmal den Mund weiter. Jetzt brauche ich für den Mund ein bisschen Hautfarbe. Hier habe ich Hautfarbe mit Rot gemischt und hier habe ich auch bereits einen Teil Rot und Schwarz ausgerollt. Zuerst brauche ich jetzt den schwarzen Teil, das heißt, ich nehme die Schablone und kann jetzt den schwarzen Part ausschneiden. Mama, guck mal. Die kleine Saupe. Oh, ist das süß. Ach Gott, zeig das mal in die Kamera. So goldig. Nein. Wenn sie aber rote Augen hätte? Ja, hat sie aber nicht. Jetzt streiche ich hier ein bisschen Kleber drauf, dann kommt zuerst der schwarze Teil und einfach immer so ein bisschen mit den Fingern anpassen. Da schneide ich jetzt einen kleinen Teil wieder weg, da kommt nämlich Rot hin, also die Zunge. Dann kommen hier jetzt noch zwei kleine weiße Zähne hin. Und jetzt rolle ich für die Oberlippe und die Unterlippe so ein bisschen was von diesem hellen Rosa aus und klebe das als dünne, lange Schlange hin. Jetzt nehme ich ein bisschen rote Pulverfarbe auf so einen richtig schönen, großen, flauschigen Pinsel auf, aber wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen und damit werden die Wangen so ein bisschen bepudert. Jetzt sind die Augen an der Reihe. Dafür brauche ich jetzt einen Ausstecher, der ungefähr so groß ist wie hier die Iris. Da habe ich jetzt eine Spritzthülle und ich brauche einen kleineren Ausstecher, habe ich auch eine Spritzthülle und die ist so groß wie die Pupille. Und jetzt nehme ich die große Spritzthülle und drücke das jetzt hier ganz vorsichtig an. Mit der kleinen Spritzthülle steche ich jetzt hier zwei schwarze Kreise aus und das ist dann die Pupille. Und jetzt könnt ihr beispielsweise einen grünen Lebensmittelstift nehmen und damit hier innen die Iris so ein bisschen anmalen. Das werde ich jetzt auch gleich machen und dann nehme ich noch ein bisschen Metallicfarbe. Hier habe ich es einmal in hellgrün und dunkelgrün und werde das Ganze dann noch mit dem Pinsel ausmalen und anschließend dann noch einen weißen Punkt in die Pupille setzen. Wenn ihr das dann soweit habt, dann könnt ihr jetzt nochmal ein Modellierwerkzeug nehmen und gerade unter dem Auge diese Mini-Falte nachzeichnen. Jetzt kommt hier über dem Auge noch ein kleines Augenlid, das mache ich jetzt wieder aus Hautfarbe. Jetzt fehlen noch Maschas Wimpern, die könnt ihr gerne auch mit brauner Lebensmittelfarbe anmalen oder ihr könnt sie zum Beispiel auch mit Fondant in ganz, ganz kleinen Ministückchen draufkleben. An Maschas Mund fehlen jetzt nur noch die Falten. Auf der einen Seite habe ich es jetzt bereits gemacht. Und auf der anderen Seite kann ich die Falte jetzt auch mit Hilfe von dem Modellierwerkzeug eindrücken. Und jetzt sind die Haare an der Reihe. Dafür habe ich jetzt wieder ein bisschen Gelb ausgerollt. Diesmal nicht ganz so dünn, damit ich es einfach so ein bisschen strukturieren kann. Jetzt wird der gelbe Part auch angeklebt. Und dann nehmt ihr jetzt wieder die Schablone und könnt dann einfach schauen, wie groß der Teil ungefähr sein muss. Und jetzt nehme ich mein Modellierwerkzeug, ihr könnt auch ein stumpfes Messer nehmen und einfach so ein bisschen einritzen, sodass eine Haarstruktur entsteht.
Und jetzt nehme ich braune und schwarze Pulverfarbe und kann jetzt ein paar Schattierungen in die Haare machen. Jetzt ist das Cakeboard an der Reihe, das soll ja auch richtig schön werden. Und dafür habe ich jetzt ein bisschen blauen und weißen Fondant vermischt und dann wirklich so marmoriert gelassen. Und das kann man jetzt hier schön außen rumlegen und dann ein bisschen anpassen. Jetzt fehlt natürlich noch Maschas typisches Haarband. So wie hier hat sie immer so ein lilanes Haarband bzw. ein Kopftuch auf. Und dafür habe ich jetzt Fondant ein bisschen eingefärbt mit Lebensmittelfarbpaste. Und da rolle ich jetzt ein langes, dünnes Band aus. Jetzt schlage ich hier einen Teil ein und messe einmal die Höhe der Torte und kann dann das Band so breit eben auch zuschneiden. Und jetzt streiche ich hier an den Rand der Torte einfach ein bisschen Kleber und setze das Tuch dann von oben nach unten. Hier unten am Kinn schneide ich dann den Überrest einfach mit einer Schere weg und schaue einfach auch, dass ich das Gelb ein bisschen überdecke. Aber das machst du echt schön, Schatz. Danke. Ich meine nicht dich, ich meine Samira. Ich weiß. Samira, die ist der Hammer. Die hat eine richtige Profitorte hingehauen. Ja. Damit unten das Kopftuch auch gebunden aussieht, kann ich jetzt hier noch zwei so Schlaufen machen. Und zwar nehmt ihr da wieder so ein kleines Stückchen, faltet das so ein bisschen nach innen. Also im Prinzip gibt es da keine richtige Form, sondern einfach so nach innen falten. Dann sieht es nämlich nicht so flach aus. Und dann klebe ich das hier rechts und links an. Und kann hier in die Mitte noch so einen kleinen Boppel setzen, also so den Knoten sozusagen. Und wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr einfach einen sauberen Pinsel nehmen und zum Beispiel hier außen die Bäckerstärke ganz einfach wieder wegpudern. Und es geht wirklich nur mit Bäckerstärke, also wenn ihr Puderzucker oder Stärke nehmt, also Speisestärke zum Ausrollen von Fondant, dann kriegt man das einfach nicht spurenlos weg. Und wenn ihr einen extra Glanz wollt, dann nehmt ihr noch ein bisschen Backtrennspray. Jetzt ist Mascha fertig, jetzt fehlen nur noch ihre süßen Sommersprossen. Die habe ich jetzt auf der Zeichnung nicht gesehen, aber hier auf der Puppe sind sie wirklich drauf und die sind so goldig. Und die male ich jetzt einfach mit einem roten Lebensmittelstift auf die Wangen. Das ist echt süß, ehrlich. Nicht das, was du machst, Sally, das, was Samira gerade macht. Ich weiß. Die macht die Raupe nimmer satt. Und Samira hat ohne Vorlage gearbeitet. Ich habe jetzt zwar das Bild ausgedruckt, aber da war sie schon fertig. Ich kann keine Füßchen machen. Ah, voll schön, Schatz. Danke. Richtig hübsch, Samira. Mhm. Also, meine Torte ist jetzt auch fertig und ich muss sagen, die Torte, die gefällt mir optisch sehr gut. Ich glaube auch, dass sie der Ella ganz gut gefallen wird und dass sie ihre Mascha erkennen wird. Die können wir natürlich erst morgen probieren, denn morgen wird unsere kleine Maus 2 Jahre alt. Aber ja, da machen wir auf jeden Fall noch ein paar Bilder von ihrem Geburtstag. Ihr könnt auch die Technik eigentlich anbinden auf jede Form, die ihr machen möchtet. Genau. Also Spider-Man, ja. Batman, Walt Disney-Figuren, Disney. Wir können wirklich alles machen. Genau. Ja. Ich hoffe, dass euch dieses Tutorial Spaß gemacht hat. Vielleicht probiert ihr auch mal aus und schreibt uns auf jeden Fall, ob eure Kinder auch so große Mascha-Fans sind. Also manchmal sitzt Ella sogar da und guckt sich die russischen Folgen an, ja, und spricht dann auch Russisch. Genau. Samira, kannst du noch ein russisches Wort? Ja. Brot. Sag mal. Nein, das war Deutsch. Ach so. Okay. Das war nicht, das kann es sein, dass es Spanisch war, Samira? Ich glaube schon. Ja. Unser Kind ist halt Multikulti. Genau. Aber egal. Und jetzt zeigen wir noch Samiras wunderschöne Torte. Ja, das sieht echt voll schön aus. Das ist doch. Ja.
Das sieht echt schön aus. Samira hat die Raupe nimmer. Dreh sie mal, dass der Tom ein bisschen filmen kann. Wir zeigen mal die. Die Kaffeemaschine läuft immer dann, wenn wir reden. Gell? Das ist guckt die, mal. Das oh ist Gott. Die Raupe nimmersatt. Genau. Und die, genau. Und die, hat, und die ist nimmersatt, gell? Genau. Die hat Magen-Darm-Probleme, das sieht man im Gesicht. Die ist richtig, richtig, richtig hübsch. Richtig schön, Schatz, wirklich. Voll hübsch. Aber jetzt machen wir Feierabend und ich lese mit Samira private Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Sally backt. Tortenzeit bei Vox. Zusammen mit Cosima backt Sally für deren Freund Mika eine Tennistorte. Jetzt kommt das schwierigste Part. Okay, jetzt. Eine riesige Buttercremetorte mit Geheimbotschaft. Und hier kommt jetzt noch ein. Die Tortenqueen erobert den Center Court. Gefällt's dir? Ja, ist richtig schön geworden. Sally backt. Sonntag, 15 Uhr. Bei Vox. Hallo Ella, unsere kleine Maus. Heute wirst du 2 Jahre alt und die Zeit verging so schnell und wir lieben dich über alles. Und guck mal, deine Schwester Samira hat dir eine richtig schöne Torte gemacht, die kleine Raupe Nimmersatt. Samira, was möchtest du der Ella sagen? Ich liebe dich über alles, Ella. Tschüss. Und in 5 Jahren ist Ella so alt wie du jetzt. Magst du ihr was mit auf den Weg geben? Ja. Was denn? Ich mache für dich was. Und was kann sie vielleicht bis dahin lernen oder so? Sie kann vielleicht Torten machen lernen. Mhm. Magst du ihr das dann beibringen? Ja. Oh, du bist ja auch eine ganz, ganz tolle Lehrerin für die Ella. Von dir lernt sie so viel. Ja, aber die macht fast alles nach wie ich. Ja, du bist ja auch ihr großes Vorbild. Mhm, die will immer so sein wie du. Willst du ihr noch was sagen? Ja. Was denn? Noch viel Erfolg beim Wachsen. Das wird sie haben. Hatte der Papa nicht so sehr, aber Ella wird's. So, du bist raus. Ella, ich dich auch, wenn du 5 Jahren das Video anschaust. Dann bist du vielleicht größer als der Papa. So, nochmal Ding. Wenn du 5 Jahren das Video anschaust, Ella, dann wollen wir nur sagen, dass wir dich über alles lieben. Ja. Zeig dich mal. Ja. Und die Samira schaut ja auch in 5 Jahren das Video an und vielleicht hat sie bis dahin schon wieder vergessen, was sie heute hier gemacht hat. Genau. Samira in der Zukunft, wir lieben dich auch über alles. Also wir sehen uns in 5 Jahren. Genau. Tschüss. Tschüss. Und Samira, der Gegenwart, komm, ich gebe dir einen Kuss. Ella, wenn du das siehst, ich habe immer recht gehabt. Du hast nie auf mich gehört, du hast in mein Bett gepinkelt, morgens lässt du mich schlafen. Und wenn du mal älter bist, gibt's Rache. Tschüss.